Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, an diesem historischen 28. September 2017. Ich bin Rolf Dieter. Und ich bin Dieter Rolf. In wenigen Minuten schließen die Wahllokale. Dann wissen wir endlich, mit wem Angela Merkel in Zukunft regiert. Wird sie allein regieren können oder regiert sie wieder allein mit der SPD? Ja. Wir nutzen doch die wenigen Minuten, die uns noch bleiben bis zur Hochrechnung, um den Wahlkampf ein bisschen Revue passieren zu lassen, meine Damen und Herren. Bei uns ist der Wahlkampfexperte Alfred Dorfer. Guten Abend. Guten Abend. Herr Dorfer, Sie sind ja von der Agentur Alt und Matt. Herr Dorfer, Angela Merkel hat ja im Wahlkampf auf ihr internationales Renommee gesetzt. War das eine vernünftige Entscheidung? Ja, die New York Times hat sie als Leaderin of the Free World bezeichnet. Mhm. Und daher war die Kampagne ein bisschen on the top. Ja? Mhm. Man sieht, es fehlt ein bisschen das Fire, ja, wie man so sagt. Ja. Und da wurde dann versucht, gegenzusteuern. Mhm. Komm, einmal noch. Das hat ja nicht wirklich funktioniert, weil die Wähler gemerkt haben, dass da doch kein Argument dahinter steckt. Ja, das Folgeplakat war schon etwas von Verzweiflung geprägt. Hier das letzte Mal versprochen. Sagen Sie, Herr Dorfer, wie beurteilen Sie im Nachhinein die Wahlkampfstrategie der Grünen? Ja, die hatten Probleme mit Clearness of the Message. Mhm. Hier sieht man das genau. Na ja, Vermögenssteuer jetzt scheint mir relativ klar. Ja, aber sehen Sie dieses kleine Sternchen hier? Okay. Interessante. Ja, also die Aussage ist Vermögenssteuer jetzt nicht. Ja, aber da ist noch einmal ein kleines Sternchen. Und wenn doch, dann nur unter der Bedingung, dass sie keinen trifft. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Die AfD, Herr Dorfer, hatte sich ja im Laufe der Kampagne als Opfer der Medien inszeniert und davon gesprochen, dass sie nie ausreden dürfe. Ja, das wurde geschickt ausgenutzt und das Plakat war wirklich hilarious. Mhm. Ausreden für Deutschland. AfD, jetzt natürlich. Sehr, sehr geschickt. Die SPD hat es ein bisschen schwieriger, als man gemerkt hat, Mensch, man kann sich ja Minister zum Mittagessen mieten. Ja. Stichwort Rent-a-Sozi. Ja, da hat man auf Verteidigungsoffensive umgeschaltet. Mhm. Mit diesem schönen Claim hier, sind wir zu teuer, bist du zu arm. Mhm. Interessant. Ja. Daraufhin haben ja hunderttausende SPD-Mitglieder öffentlich ihr Parteibuch verbrannt, um auf die soziale Kälte in diesem Satz hinzuweisen. Da wurde blitzartig reagiert mit Sigmar Gabriels Key Visual hier, The Walking Dead. Das ist toll. Sofort war menschliche Wärme spürbar. Ja, das fand ich auch ganz wunderbar, ja. Ja, aber nur deshalb, weil Sie als Einziger nicht wussten, dass The Walking Dead eine Serie über hirntote Zombies ist. Jetzt finde ich es noch besser. Ja. Abschließende Frage, Herr Dorfer. War das klug von der SPD, bis heute zum Wahltag nicht zu sagen, wer Kanzlerkandidat ist? Das war eigentlich ganz genau wurscht. Weil bei Sigmar Gabriel weiß man, dass er werbetechnisch unverkäuflich ist, sozusagen. Und Martin Schulz mit seinem Bart, ich meine, der letzte Kanzler in Deutschland, der einen Bart hatte, war Österreicher. Vielen Dank, Herr Dorfer. Dankeschön. Vielen Dank. Danke für diese Einschätzung. Ja, das war doch relativ. Ich höre. Wiederholt, ich höre. Meine Damen und Herren, ich höre, uns liegt eine erste Hochrechnung vor. Tja, da gebe ich sofort ab an Dieter Rolf. Ja, bitte. Spannend, das ist jetzt die erste Hochrechnung. Die CDU kommt auf 28%. Das ist ein Minus von 10%, meine Damen und Herren. Die SPD kommt auf minus 14,5%. Das wäre ein Minus von 40%. Moment, Dieter Rolf, liegt da ein Grafikfehler vor? Das ist offensichtlich das Ergebnis der vereinfachten Wahlzettel, die man gedruckt hatte, um auch politikferne Wähler wieder zurück an die Wahlurne zu bekommen. Man konnte als Bürger also auch abstimmen unter der Rubrik Egal, Hauptsache nicht die SPD. So, dann schauen wir mal weiter. Die Linken kommen auf 5,5%. Die Grünen aufkommen 5,5%. Und jetzt die FDP kommt auf nix. Das war zu erwarten.
jetzt wird es natürlich spannend, meine Damen und Herren. Schafft die AfD den Sprung über die 38%-Hürde? 38% für die AfD, das ist unglaublich. Wie ist das zu erklären, Dieter Rolf? Ich frage mal ganz direkt, stecken da die Russen dahinter? Dafür gibt es natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch keinerlei Informationen. Deswegen würde ich an dieser Stelle ganz klar sagen, ja. Also doch. Was bedeutet das jetzt für mögliche Koalitionen? Naja, man könnte die Zusammenarbeit mit Russland auf andere Füße stellen. Vielleicht. Ich meinte ja im Bundestag. Ach so, ja. Schauen wir uns doch mal die Koalitionsmöglichkeiten an. Wir haben hier die CDU-SPD zusammen. Also die CDU 28%. Jetzt müssen wir die SPD dazu bzw. ab... 13,5%, das reicht nicht mehr ganz für eine große Koalition. Allerdings, die SPD hatte sich ja explizit eine rot-rot-grüne Koalition offen gehalten. Allerdings nur unter der Voraussetzung, ist ganz interessant, dass es für so eine Koalition keine Mehrheit mehr gibt. Zumindest diese Strategie scheint aufgegangen zu sein. Rechnen wir trotzdem noch mal rot-rot-grün zusammen. Also wir haben hier die Grünen 5,5%, die Linken kommen auf 5,5%. Jetzt müssen wir die SPD abziehen und dann... wären also Linke und Grüne auch nicht mehr im Deutschen Bundestag vertreten. Vielen Dank, Dieter Rolf, für diese erste Hochrechnung. Ich höre, ja, meine Damen und Herren, wir haben eine erste Live-Schalte zu den Wahlpartys. Ich schalte gleich mal zu meinem Kollegen Dieter Rolf. Der befindet sich jetzt bei der AfD im Hindenburghaus. Ist da die Stimmung recht ausgelassen? Ich kann Sie schwer verstehen. Ich habe Ihre Frage nicht verstanden, weil hinter mir ist die Stimme noch sehr, sehr ausgelassen, wie man eigentlich auch hinter mir sehen können müsste. Ich frage mich sowieso, warum Reporter immer wieder in so überfüllte und heiße Räume geschickt werden, nur um zu berichten, was man auf dem Schirm eh sehen kann, nämlich, dass die Stimmung ausgelassen ist. Tja, vielen Dank. Vielen Dank für dieses erste Stimmungsbild. Mir scheint, da ist die Stimmung doch recht ausgelassen. Schalten wir gleich rüber zur CDU ins Merkel-Mausoleum. Da scheint mir die Stimmung nicht ganz so ausgelassen, oder? Täusche ich mich? Nein. Gleich weiter zur SPD in die Sigmar-Gabriel-Siegeshalle. Wie ist denn da die Stimmung? Ja, ich würde gerne berichten, wie die Stimmung ist, aber hier ist keine. Also hier ist überhaupt keiner. Seitdem die Wahlergebnisse bekannt geworden sind, hat sich das sehr schnell geleert. Ich sehe auch hier die SPD-Parteispitze, ich sehe niemanden mehr. Wir gucken vielleicht mal raus, hier draußen auch bis vor eben noch die Anhänger der SPD, niemand mehr zu sehen. Vielleicht mal ganz kurz, können wir das sehen hier, was das... Das ist ein Grablicht und offensichtlich ein Statement von Martin Schulz für die Presse. Ich lese das mal kurz vor. Er liest, das Ergebnis der SPD ist respektabel verglichen mit... Ja, und dann steht da nichts mehr. Danke, Dieter Rolf, für diese Momentaufnahme. In unserem Studio sind jetzt die Vertreter der Parteien, also die Vertreter, die so unwichtig sind für die Parteien, dass sie um diese Uhrzeit schon vor die Kameras gelassen werden. An meiner Seite Uta Köbernick, sie ist die Bundesbeauftragte der AfD für Hassmails. Meine erste Frage an Sie, Frau Köbernick, 38%, das war wohl nichts, was? Medienhure. Wie bitte? Wie bitte? Ich habe nur noch fertig geschrieben. Was war denn Ihre Frage? Ach so, ja. 38%, Frau Köbernick. Einige Ihrer Parteikollegen hatten ja 39% prognostiziert. Da frage ich mal ganz direkt, wie groß ist die Enttäuschung? Wir haben die CDU überholt. Wir sind die Partei, die die Regierung stellt. Frauke Petry wird Bundeskanzlerin. Björn Höcke wird Propaganda-Regierungssprecher. Vielen Dank. Man kann sich natürlich alles schönreden. Kommen wir zur SPD, Herr Dorfer. Ich möchte mich zuerst bei allen Wählern bedanken. Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, Sie haben keine mehr. Richtig. Ja. Sie sind ja Wahlkampfexperte der SPD. Gewesen. Aber lassen Sie mich so sagen, wir haben den Markenkern der SPD verteidigen können. Was genau ist der Markenkern der SPD? Angela Merkel. Ja. Der letzte Monde Michael Altinger. Sie sind Fraktionsvorsitzender der CSU in Strunzenöd. Herr Altinger,
Was sagt die CSU-Basis zu dieser verheerenden Niederlage? Ich verstehe gar nicht, was Sie uns da unterstellen wollen. Die CSU kommt in Bayern auf über 25%. Das sind 25% weniger als beim letzten Mal. Ach so. Ja, aber immerhin, man muss das schon einmal so sehen. Wir haben ist es nicht so, Herr Altinger, dass in der Vergangenheit eklatante Fehler gemacht worden sind? Ja, aber dafür übernehmen wir keine Verantwortung, denn die CSU lebt in der Gegenwart. Das geht physikalisch, geht das überhaupt gar nicht. Meine Damen und Herren, liebe Wählerinnen und Wähler, wir dürfen jetzt den Sand nicht in den Kopf stecken. Die Devise muss weiter lauten, jetzt nach rechts. Jetzt erst recht. Nach rechts. Für alle Zuschauer, die jetzt erst zugeschaltet haben, Sie sehen den Wahlabend 2017 im ZDF. Die AfD hat heute Abend völlig überraschend die Wahl gewonnen. Man fühlt sich ein bisschen erinnert an die Zeit damals vor einem Jahr, auch als Donald Trump ja auch völlig überraschend gewonnen hatte. Naja, völlig überraschend. Jetzt werden Sie mir gleich erklären, dass Sie wissen, warum Donald Trump gewählt worden ist. Lassen Sie mich raten, wahrscheinlich waren die Amerikaner schuld. Ja. Richtig, aber die Frage ist doch, warum werden Populisten wie Petri oder Trump gewählt? Ja, interessante Frage, gutes Stichwort. Schauen wir doch mal in die USA. Und zwar in den letzten 40 Jahren sind dort die Löhne stagniert. Die Hälfte der Amerikaner hat Schwierigkeiten, $400 aufzurufen für einen überraschenden Arztbesuch. Auch die Lebenserwartung sinkt. Gut, das kann man natürlich vielleicht auch positiv sehen. Ich meine, wer früher stirbt, der ist ja auch kürzer arm. Nur weil die Politiker die Arbeiter jahrzehntelang ignoriert haben, müssen die ja nicht gleich Frauke Petri wählen. Sie meinen Trump? Richtig. Ja, mussten sie vielleicht schon, denn sagen wir mal, für die Arbeiter waren die Sozialdemokraten ja keine richtige Alternative mehr. Die US-Demokraten? Die US-Demokraten, richtig. Sehen Sie, für die Arbeiter war das so, die US-Demokraten haben die Arbeiter quasi im Stich gelassen und die haben sich dann mit Trump revanchiert. Schauen wir uns auch mal das Stimmverhalten der Geringverdiener an, also Wähler mit weniger als $50.000. Mhm. Hast ja eine hochinteressante Theorie, die vielleicht nur einen ganz klitzekleinen Haken hat. Sie ist absoluter Bockmist. Okay. Denn hier sieht man ja ganz eindeutig, die Mehrheit der Geringverdiener hat ja offensichtlich für Hillary Clinton gestimmt. Ja, Sie haben vollkommen recht. Allerdings haben vor 4 Jahren noch viel mehr Geringverdiener für die Demokraten, für Obama gestimmt. Die sind allerdings jetzt rübergewandert zu den Republikanern, die Geringverdiener. Ja gut, das waren wahrscheinlich die weißen Geringverdiener und das sind ja alles Rassisten. Ja, Moment, also da steht schon die Frage im Raum, warum einige dieser Rassisten vor 4 Jahren noch Obama gewählt haben. Weil die ja wollen, dass die Schwarzen die Drecksarbeit machen und der Präsident, das ist ja ein echter Scheißjob. Okay, interessante Theorie. Schauen wir uns doch vielleicht mal an, wo Hillary Clinton tatsächlich verloren hat. Das war Pennsylvania, Ohio, Michigan und Wisconsin. Ja, aber das sind doch alles Seegrundstücke. Ich meine, da wohnen doch sicher die Besserverdiener. Nein, da wohnen die Geringverdiener, das ist der sogenannte Rust Belt. Man hat da viel Stahlkonzerne, Automobilkonzerne etc. Und ein Problem, diese Region, in den letzten 20 Jahren, man hat viel Industrie verloren, viel Bevölkerung verloren. Was geblieben ist, waren die Billigjobs und dort hat man eben nun einen Populisten gewählt. Und das könnte vielleicht auch eine Erklärung sein für den Wahlausgang bei uns heute Abend. Na, also zeigen Sie mir mal eine Region in Deutschland, die ihre Industrie verloren hat, die unter Abwanderung leidet, wo es kaum nur noch Billigjobs gibt. Und die Leute deswegen, Frau Petri, ich ziehe mein Argument zurück. Aber diese Region ist ja hier. Ja. Diese Region ist ja hier auf der Karte gar nicht drauf. Richtig, die ist zu weit rechts. Trotzdem, warum Trump? Ja. Hat sich Hillary Clinton vielleicht nicht genug um die Arbeiter gekümmert? Doch, sie hat das gemacht, was eine gute Sozialdemokratin macht. US-Demokratin? US-Demokratin, richtig. Sie hat sich zu den Arbeitern heruntergebeugt und gesagt, na, das ist die Globalisierung, da kann ich nichts machen.
Na, das ist doch erfrischend ehrlich. Ja. Ne? Stimmt ja auch, Politik schafft nun mal keine Arbeitsplätze. Ja, aber im Wegschaffen ist sie gar nicht so schlecht. Schauen wir uns das mal als Beispiel an. NAFTA, Freihandelsabkommen USA, Kanada und Mexiko, damals unterschrieben vom US-Demokraten Bill Clinton. Ja, das sollte ja pro Jahr 200.000 Arbeitsplätze bringen. Ja, es hat dann 1 Million Arbeitsplätze gebracht, allerdings ins Ausland. Da. Das ist eben Freihandel, nicht wahr? Dafür sind aber auch die Preise im Supermarkt gefallen. Ja, allerdings sind die Löhne der Arbeiter noch schneller, die Einkommen noch schneller gesunken als die Preise. Weil ihre Arbeit eben nichts mehr wert war. Nein, weil die Arbeiter keine höheren Löhne durchsetzen konnten, weil die Firmen ja relativ einfach ins noch billigere, weil noch gewerkschaftsfreiere Mexiko überwechseln konnten. Naja, was hängt der Stahlarbeiter auch so an seinem Beruf? Nur weil er ihn gelernt und jahrzehntelang ausgeübt hat, nicht wahr? Außerdem, was hätte die Politik denn tun sollen? Etwa unrentable Industrien retten? Eine wunderbare Idee. Schauen wir doch mal zurück. 1977, Sie erinnern sich, die Stahlkrise. Hier ist Youngstown, Ohio. Man hat als die Arbeiter und die Gemeinden haben gedacht, Mensch, wir haben hier marode Stahlwerke. Lass sie uns doch selbst übernehmen. Lass sie uns modernisieren. Machbarkeitsstudien wurden gemacht. Und dann fehlte nur noch eins, ein Kredit der amerikanischen Regierung. Allerdings haben sie diesen Kredit nicht bekommen. Warum? Weil die Regierung gesagt hat, das wäre ein Eingriff in die freie Marktwirtschaft. Ja. Das ist vielleicht auch besser so, war ja ein völlig unrealistischer Plan. Ne? Ja, es war viel realistischer, alles verrotten zu lassen, eine völlig perspektivlose Region zu schaffen, in der der Hass auf das System immer weiter anschwillt, bis man dann eben Frauke Petry glaubt, dass alles besser wird, wenn nur die Ausländer weg sind. Sie meinen Donald Trump? Was habe ich gesagt? Aber auf der anderen Seite zeigen Sie mir ein Stahlwerk in Arbeitnehmerhand, das profitabel arbeitet. Gerne. So, schauen wir doch mal nach Spanien. Mondragon, ein Mischkonzern, Autos, Maschinen etc. Das ist seit 25 Jahren in Arbeitnehmerhand, eines der modernsten Industriewerke der Welt. 100.000 Beschäftigte und sehr interessant, die Chefs dürfen maximal das 8-fache eines normalen Arbeiters verdienen. Sie erinnern sich damals bei Winterkorn, da war es das 400-fache. Aber das ist eben ein wunderbarer Konzern, wo viele aus dem Rustbelt jetzt hinfahren und sich weinend erklären lassen, wie es hätte besser laufen können, wenn ihre Politik zu Hause das gewollt hätte. Also gut, wir haben gelernt, im Rust Belt lief es jetzt nicht ganz so gut, nicht wahr? Aber man kann doch feststellen, dass es mit der US-Wirtschaft unter dem Demokraten Bill Clinton doch steil aufwärts ging. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Allerdings natürlich nicht für die Arbeiter, sehen hier unten die grüne Linie, das Durchschnittseinkommen der Arbeiter. Allerdings für die Topverdiener ging es weit nach oben, die zum Beispiel in der Finanzbranche tätig waren, bis dann zur Finanzkrise. Ja, gut, so eine Finanzkrise, die kommt halt, nicht wahr? Da kann die Politik ja gar nichts machen. Interessanterweise, diese Finanzkrise war von der Politik gemacht. Spannenderweise, hier, Bill Clinton hat ein Kabinett gebildet aus Millionären und Bankern und die haben dann sämtliche Gesetze abgeräumt, die diese Banken noch reguliert hatten. Hier können wir mal kurz zuschauen bei der Unterzeichnung dieser Deregulierung. Vielleicht, ja, sehen Sie, ach, gucken wir, wie er guckt, hat er gut gemacht, sind Sie alle sehr zufrieden, dass die Banken im Grunde machen konnten, was sie wollten. Ein Präsident der Bosse, sagen Sie, waren da die Wähler, die ihn als Demokraten gewählt haben, nicht ein bisschen verwirrt? Nein, nein, überhaupt nicht, weil Gerhard Clinton hat ihn ganz klar erklärt, er hat ihnen gesagt, das, was für die Banken gut ist, das ist auch gut für unser Land, bis halt dann eben die Finanzkrise kam. Ah ja. Na gut, dann hat man den Bankern natürlich dasselbe gesagt, was man den Stahlarbeitern gesagt hat. Nicht wahr? Gesagt, wir können euch jetzt kein Geld geben. Das wäre ja ein Eingriff in die freie Marktwirtschaft. Nicht wahr? Seid halt unproduktiv. Ja? Lernt halt mal was Neues. Nein. Danke, Dieter Rolf. Wir wissen also jetzt, es scheint Gründe zu geben, warum Populisten gewählt werden. Mhm. Die entscheidende Frage ist also, könnte das vielleicht auch für den Wahlausgang heute Abend eine Erklärung abgeben? Richard Rorty, das ist dein Mann? Richtig. Sein Mann, der hat schon vor 20 Jahren den Trump vorhergesagt. Ach so, ein Verschwörungstheoretiker aus dem Internet. Nein, ein Philosoph aus Stanford, du Fatzke. Es, man muss man nicht kennen als Fernsehjournalist. Na gut, aber ich lese jetzt mal was von ihm, weil das wird sich jetzt ein paar Zuschauer kosten, aber ich lese mal. Du jetzt nicht, Tigerchen, ist wichtig. Achtung. Gewerkschaftliche und nicht organisiert ungelernte Arbeiter werden früher oder später erkennen, dass ihre Regierung nicht einmal versucht, etwas gegen sinkende Löhne oder den Verlust von Arbeitsplätzen zu tun. Sind Sie noch bei mir? Gut. Also, ein ansehnlicher Teil der Wählerschaft wird zu dem Schluss kommen, dass das System gescheitert ist und wird nach dem starken Mann suchen, den es wählen kann. Zitat Ende.
Oh, das mit dem starken Mann kann für Deutschland nicht gelten, nicht wahr? Petri ist ja eine Frau. Ja. Richtig. So, was wissen wir bisher? Die AfD hat 38%. Petri wird wahrscheinlich Bundeskanzlerin. Aber wir sind bei der Frage nach dem Warum keinen wirklichen Schritt weiter, trotz ihres tollen Touchscreens, Dieter Rolf. Ja, gutes Stichwort. Schauen wir uns doch mal die Kompetenzwerte der Parteien an. Wem trauen die Wähler also was zu? Also wem trauen sie zum Beispiel zu, die soziale Ungerechtigkeit, die eigene Politik mit verursacht hat, erfolglos zu bekämpfen? Und da sagen tatsächlich 100% SPD. Oh, eine völlige Kompetenz beim Thema Scheingerechtigkeit. Welche Kompetenz traut der Wähler denn der Union zu? Das ist ganz interessant hier, Flüchtlingsverdrängung. 80% trauen der Union zu, am ehesten Flüchtlinge so unsichtbar ertrinken zu lassen, dass es das eigene christliche Gewissen nicht allzu sehr belastet. Ja. Und traut... Traut irgendeiner der Linken? Ich meine, was traut man der Linken zu? Ja, schauen wir doch mal nach. Der Linken traut Durchsetzungsunfähigkeit, trauen die Linke zu. Und dass die meisten Wähler glauben, die Linke kann am besten sozialdemokratische Positionen so vehement formulieren, dass sie am Ende keine Minderheit finden, wollte ich gerade sagen, keine Mehrheit finden. Naja. Und kommen wir zum Wahlsieger, ja. AfD. Welche Kompetenz wird der AfD zugetraut? Das ist sehr, sehr interessant. Schauen wir mal, 85% Frustableitung. Also 85% der Wähler der AfD trauen ihr am ehesten zu, Muslime und Gender Mainstreaming für persönliches Unwohlsein verantwortlich zu machen. Persönliches Unwohlsein, das sind dann so Dinge wie schlechte Bezahlung, unsichere Arbeitsplätze. Einseitige Migräne, schwerer Stuhlgang und braune Flecken im Rasen. Danke, Dieter Rolf. Vielen Dank, damit sind wir noch keinen Schritt weiter. Und diese Humorpolizisten und Gralshüter des Anstands haben natürlich Wirkung. Weil sich nämlich viele, die gar nicht rechts sind, und die keine Zeit haben, sich zu überlegen, was ist rückschrittlich oder fortschrittlich, weil sie nämlich andere Realitäten haben. Nämlich die Frage zum Beispiel, wie zahle ich meine Miete? Und weil sich all diejenigen nicht mehr beschimpfen lassen wollen für ihre Ängste als Rechtsradikale oder dumpfe Mongos und dann in der Wahlzelle reagieren. Und deshalb ist diese Anstandselite mitverantwortlich an den Brexits, Trumps und AfDs dieser Welt. Live aus München. Die Berliner Runde mit den Spitzenkandidaten der Bundestagswahl 2017. Guten Abend, liebe Zuschauer hier in der Berliner Runde. Wir haben die Spitzenkandidaten und gleich mal die erste Frage an Frau Merkel. Heißt es jetzt Kanzlerschaft AD? Also jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf. Obama hat zu mir persönlich beim Candlelight-Dinner gesagt, Angie, you gotta do it. Das ist Englisch und heißt, du musst es machen. Ja, aber Sie haben doch Ihre Mehrheit heute verloren. Also auf solche juristischen Feinheiten kann ich jetzt keine Rücksicht mehr nehmen. Verstehen Sie, ich habe eine historische Mission. Und da schauen Sie sich um in der Welt, Putin, Trump, Petri. Und am Ende verstehen Sie sich alle noch. Wissen Sie, was das für den Weltfrieden bedeutet? Von der CSU begrüße ich Horst Seehofer. Sie haben Ihr Ziel nicht erreicht? Das ist natürlich Unsinn. Ich habe mein persönliches Ziel erreicht, das da lautet, Markus Söder um jeden Preis zu verhindern. Und damit werde ich auch weitermachen, so lange, bis Markus Söder zu alt ist, um das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten noch genießen zu können. Das hat beim Prinz Charles auch ganz prima geklappt. Meine Damen und Herren, die SPD ist nicht mehr im Bundestag vertreten, also auch heute bei uns nicht in der Berliner Runde. Aber wie ich höre, gibt es eine erste Reaktion von Sigmar Gabriel. Ja, auch gut. Konsequent, oder? Ja. Ja. Nun haben wir noch Frau Sarah Wagenknecht. Guten Abend. Und der Linken? Ich weiß wirklich nicht, was gut sein soll an einem Abend, an dem immer noch 15% der Deutschen unter der Armutsgrenze leben. Ja. Mir ist das zu viel. Mhm. Herr Hofreiter, zu viel Arme oder zu viel Pessimismus? Zu viel Senf.
Haben Sie vielleicht eine Serviette für mich? Irgendwie was mit Umweltsiegel oder einem blauen Engel oder Wenn so? Sie einen blauen Engel brauchen, Herr Hofreiter, dann nehmen Sie doch Frau Merkel. Was? Warte, ja. Populistin. Und last but least, von der AfD, die Wahlsiegerin, Frauke Petri. Frau Petri? Ja, es ist mir unangenehm, etwas zu sagen, wenn ich nicht vorher unterbrochen worden bin, worauf ich dann hinweisen kann, um mich als Opfer des Gesprächs zu evaluieren. Aber ich verspreche dem deutschen Volk, ich bin auch weiter gegen die da oben, auch wenn ich jetzt die da oben bin. Ja, ja, ja. Mal halblang, Püppchen, verstehst du? Hier. Die da oben, die bin immer noch ich. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr es vergessen habt, aber ich bin immer noch eure Kanzlerin. Und wenn ihr es vergessen habt, hinter mir, da steht die New York Times, das ist Englisch und heißt Abendzeitung. Aber so sieht's aus. Ja. Aber reicht das schon, um ihre Macht zu legitimieren? Nein, ich hab Atomwaffen. Weißt du, Angela, die gehören immer noch dem Donald. Ja. Mist. Ja, aber zeugt dieses Ergebnis heute nicht von einer gewissen Politikverdrossenheit? Andersrum wird ein Schuh draus. Ja? Ich traue dem deutschen Wähler nicht mehr zu, die Probleme Deutschlands lösen zu können. Ja, das ist absolut richtig. Nicht wahr? Ja, wo ist denn, es doch. Lass es ja, wo ist denn der Wähler? Bitte, wo ist denn der Wähler, der sagt, ich nehme eine wachsende soziale Ungerechtigkeit in Kauf, wenn ich dafür keine anständige Erbschaftssteuer bekomme? So ist es. Ja, ja, so ist es doch. Ja. Und wenn man eine Vermögensteuer anbietet, dann ist es auch wieder nicht recht. Wirklich. Herr Hofreiter, Sie wollten zwar die Vermögenssteuer, aber nur die für Superreiche. Ja, das war ja gerade das Gute daran, dass sie völlig folgenlos blieb. Ja. Ja? Aber ich muss mal auch sagen, wir hätten gut also das Konzept nicht auf andere Themen übertragen sollen. Ja, war eine brillante Idee. Tempolimit für Superschnelle. Ab 400 km/h. Ja, Sie sind auch nicht sehr viel besser. Also für eine linkspopulistische Partei sind Sie reichlich unpopulär. Ich sag nur 5,5%. Was reden wir hier über 5,5%, wenn 62 Menschen genauso viel besitzen wie die gesamte untere Hälfte der Weltbevölkerung? Frau Wagenknecht, ich glaube, das ist jetzt Populismus, oder? Nein, das ist eine Zahl. Ja, aber die Zahl, auf die könnte sich auch Donald Trump berufen. Ja. Deswegen wird die Zahl ja nicht falsch. Ja, also, aber Sie übernehmen dann die Realität von Donald Trump, die Wirklichkeit. Ja, es gibt keine andere Wirklichkeit. Doch, unsere. Ja, also, wenn ich da mal was sagen darf, die Wirklichkeit, ja, ist ja von der Realität häufig nicht zu unterscheiden. Ja, das ist Und die Realität ist doch, ich bin weiterhin eure Kanzlerin. Und zwar nicht, weil ich das will, sondern weil ich das muss. Ja, Angela, du hättest ja auch weiter müssen dürfen, ne? Wenn du nur gewollt hättest, einfach das Wort Obergrenze ins Programm schreiben. Aber du wolltest ja nicht. Mensch, Horst, wir haben doch extra 2017 ein Dachgesetz zur Zuwanderung verabschiedet. Ja, was hat denn das Dachgesetz jetzt damit zu tun? Ein Dach ist vom Haus die was? Die Obergrenze. Nö. Ja, wenn ich das schon nicht verstanden habe, dann hat's der Wähler natürlich auch nicht verstanden. Ja, ging's denn noch komplizierter. Aber Dachgesetz. Deswegen. Dachgesetz, das ist doch wirklich ein gutes Beispiel für diese übertriebene Political Correctness, die es uns verbietet, die Dinge beim Namen zu nennen. Ja, und die es auch diesen ganzen Gender-Wahnsinn verschafft hat. Aber ab heute Abend ist alles anders. Da kann man wieder ganz angstfrei sagen, ich fühle mich von einem Unisex-Klo ausgegrenzt. Ja, wieso? Sie dürfen doch da auch drauf. Ach so, aber ich muss doch nicht. Na, müssen tun Sie nicht. Ein guter Mann, woher wollen Sie denn wissen, wann ich muss? Ich muss immer noch, wann ich will. Das steht im Parteiprogramm der AfD und damit haben wir die Wahl gewonnen. Mit so einem Schafscheiß haben die Wahl gewonnen. Ich pack's nicht.
Ja, brauchst dich gar nicht entschuldigen, Angela, nicht wahr? Denn das ist ja auch die Lehre aus dem heutigen Wahlergebnis. Schluss mit der politischen Korrektheit. Was? Nicht wahr? Die von der Leyen hat das auch gesagt. Was? Ja, und der Kretschmann auch. Ach, jetzt. Und deswegen sage ich es jetzt einfach mal. Neger. Ich sag's gleich noch mal. Seehofer. Neger. Also jetzt ist aber. Schlitzeauge. Kanacke. Also wirklich, Herr Seehofer. Ja, halt dein Pappen, du Kompostbeutel, du Arschmierder. Genau. So schaut's aus. Vorsicht! Ich sage nur, wir von den Grünen, wir haben auch Erfahrung mit Unkorrektheit. Mit Verlaub, Herr Seehofer, Sie sind ein Arschloch. Gut so, Anton, lass es raus. Ja, Angela, komm, jetzt lass es auch raus. Sag mir mal, was du von mir hältst. Nichts. Na, nicht so, nicht inhaltlich. Oh. Gar nichts. Okay, ja, jetzt streng dich heute mal ein bisschen an, Angela, nicht wahr? Beleidige mich. Also gut, du Söder! Au! Au! Das ist in Ordnung. Ich hab's ja herausgefordert. Mach gleich weiter, Angela. Was hältst du von der da? Von dieser Lilifee für Arme. Von Yanda. Vollkorn Jesus. Ja. Oder die da hinten. Ja. Sohn Gabi. Sehr gut. Das ist ja ungeheuerlich. Hier fordern diejenigen das Ende der politischen Korrektheit, die selbst nie Opfer von Diskriminierung geworden sind. Sie gehören doch zum Establishment. Oh, das geht zu weit. Establishment, das ist genau die Sprache, die das politische Klima in diesem Land vergiftet. Ja. Frau Petri, wollen Sie nichts dazu sagen? Warum sollte ich? Die AfD wirkt ja auch so. Und Sie werden sich doch wundern, was doch alles möglich ist. Wenn man sagt, man kann die Rente doch nicht privatisieren, dem sage ich, wir schaffen doch. Wer sagt, wir können eine ungerechte Steuerverteilung nicht noch ungerechter machen, dem sage ich, wir schaffen doch. Wer sagt, wir können die Muslime doch nicht zu Sündenböcken machen, dem sage ich, wir schaffen doch. Hören Sie auf! Was ist denn das? Sie sind eine Parodie! Sie können gar nicht Kanzlerin! Sie sind nämlich nicht Angela Merkel. Und wenn man bei uns Fremden gegenüber endlich kein freundliches Gesicht mehr zeigen muss, dann ist das mein Land, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Das sage ich Ihnen als Bundeskanzlerin. Meine Frau und Bundeskanzlerin, ein bisschen Kontenance, wir sind ja hier nicht in Österreich. Ja. Oh. Was ist schon so spät? Los, jetzt kommt ein Moment. Jetzt kommt das. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebes Publikum, Sie werden sich fragen, wieso schickt er den Kollegen weg? Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, jetzt kommt das Show-Highlight des Jahres. Angela Merkel hat letzte Woche gesagt, den Menschen in Deutschland ging es noch nie so gut wie im Augenblick. Gleichzeitig ist das Volk unzufrieden wie lange nicht, trotz der niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit einem Vierteljahrhundert. Woher kommt diese Diskrepanz? Sind wir am Ende gar alle verzaubert? Ladies and Gentlemen, hier ist er, der unglaubliche Manelli. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie die Bundesregierung jeden Monat diese erstaunlichen Arbeitslosenzahlen aus dem Hut zaubert. It's magic. Den setzen wir jetzt erstmal in die soziale Hängematte. Wie das funktioniert, meine Damen und Herren, das zeige ich Ihnen jetzt und dafür brauche ich einen Freiwilligen. Dürfte ich einen Freiwilligen auf die Bühne bitten? Dürfte ich Sie vielleicht gerade...
Bitte. Entschuldigung, ich habe gesagt, anmoderieren, ja, mitmachen, Christoph, nein. Jetzt komm, hör mal auf mit dem Scheiß, wir kommen jetzt her, da haben wir abgesprochen. Ach, bitte, ein Applaus für die Freiwilligen. Herr Sieber. Vielen Dank. Sind Sie bereit, sich verzaubern zu lassen? Im Oktober 2016 waren in Deutschland nur 2,5 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Und das hier sind rund 236.000 Menschen, die auch keinen Job haben. Also auch Arbeitslose. Falsch! Die machen eine Fortbildung bei der Bundesagentur für Arbeit. Darum verschwinden die aus der Statistik. Wie von Geistern. Was sind das denn so für Fortbildungen? Das sind Bewerbungstrainings, Computerkurse, Sprachkurse. Nur das Beste, damit sie fit werden für den Arbeitsmarkt. Der hier ist ein 45-jähriger Fremdsprachenkorrespondent, der 5 Sprachen fließend spricht. Was macht der denn beim Sprachkurs? Wahrscheinlich sprechen. Damit er nicht aus der Übung kommt. Garbage in, garbage out, wie der Franzose sagt. It's magic. Und hier, Entschuldigung, das sind ja auch noch ein paar. Was ist mit denen? Ein paar ist gut. Das sind 185.000 Menschen. Aber die zählen auch nicht. Die haben einen Job über private Vermittler und nicht über das Jobcenter gesucht. Gesucht oder gefunden? Gesucht! Für die Arbeitslosenstatistik ist gesucht das neue gefunden. Aber das ist doch irgendwie Beschiss, oder? Was ist das? Habe ich da richtig gehört? Christoph, für mich was hast du gesagt, was das ist? Beschiss ist das. Schau mal da! Eine Taube! Und die hier sind die auch nicht in der Statistik? Natürlich nicht. Das sind 160.000 Menschen älter als 58. Arbeitslose Menschen. Die sind nicht arbeitslos. Die sind einfach nur alt. Die schicken wir eh mit 63 in Rente. Wie schicken? Freiwillig. Und wer nicht freiwillig will, der wird halt in die Rente gezaubert. Ihr schickt die zwangsweise früher in Rente? Schau mal, noch eine Taube. Mein Lieber, bitte, beruhigen Sie sich hier. Ich lasse mich nicht kirre machen wie Sie hier. Sie wollen uns doch ablenken hier von allem. Und was ist mit denen hier? Soll das ein Eurojobber sein? Wow, sehr gut. 90.000 Ein-Euro-Jobber brauche ich nicht mal wegzaubern, denn die haben ja einen Job. Entschuldigung, ein Ein-Euro-Job ist kein Job, das ist eine Demütigung. Das sind anspruchsvolle Tätigkeiten, die dazu dienen, den Einstieg in einen richtigen Job zu finden. So, und was macht der hier zum Beispiel so? Bäume zählen. Was? Der zählt Bäume. Im Ernst? Nein, im Wald. Tobi, bitte. It's magic. Wozu soll Bäume zählen gut sein? Damit wir wissen, wie viele Bäume es gibt. Und der Einstieg in welchen Job soll das denn sein? Schau mal, eine Taube. Weg sind sie. Oh, weg sind sie. It's magic. Und bitte. Was ist mit denen, die so frustriert sind, dass sie sich nicht mal mehr beim Amt melden? Das sind im Land 313.000 Menschen. Was mit denen ist? Nix. Wer sich nicht arbeitslos meldet, ist nicht arbeitslos. Auch wenn er arbeitslos ist. Das bedeutet, es sind nur 2,5 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet, aber wir haben 7 Millionen im Land, die von Arbeitslosengeld oder Hartz IV abhängig sind. Minus deren Kinder und minus die, die ihr verschwinden lasst, bleiben 940.000 übrig, die in keiner Statistik mehr auftauchen. Da frage ich mich, warum? It's magic. Ja. Außerdem stimmt es. Achtung. 7 Millionen, minus die Kinder, minus die Alten, minus die, die einen 1-Euro-Job haben, minus die, die privat vermittelt werden. Also bei mir stimmt's. Yeah! Und jetzt, Leute. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, jetzt kommt die große Schlussnummer. Der Beweis, dass Zauberei funktioniert. Die offizielle Arbeitslosenquote ist in den letzten 10 Jahren von 10,8 auf 5,8% geschrumpft.
Ach so, aber jetzt pass mal auf, jetzt machen wir mal richtig Magic. Zur gleichen Zeit ist nämlich die Zahl derer, die als Leiharbeiter bei Zeitarbeitsfirmen angestellt sind, von 630.000 auf 1 Million gestiegen. Heute sind in Deutschland 7,3 Millionen Menschen geringfügig beschäftigt. 1 Million Rentner sind auf Minijobs angewiesen, weil die Rente nicht mehr reicht. Es gibt ca. 1,2 Millionen Arbeitnehmer, denen der Staat was dazugeben muss, damit sie am Monatsende überhaupt auf Hartz-IV-Niveau kommen. Scheiße, jetzt sind mir die Tauben ausgegangen. Das ist... Aber es ist doch schön, wenn der Staat mit Hartz IV die schlimmsten Geldsorgen einfach so wegzaubert. Entschuldigung, wenn irgendwann rauskommt, der Staat zaubert, obwohl er nicht zaubern kann, ja, und am Ende hier unten noch jemand für 1 Euro einen prekären Job machen muss, ja, dann knallt's. Im Prinzip ist es doch klar, es ist keine richtige Zauberei. Nein, das ist was anderes. Es ist eine Großillusion. Und das ist doch schon immer gut gegangen. Ja.